Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und heute ist dran Godzilla. Godzilla Monster of Monsters. Ja, das ist meinen guten epischen Titel ausgesucht. Ja, hab ein bisschen Angst, dass das extremer Lizenzmüll ist. Ich kenne das Spiel nicht. Ich bin gespannt. Ah, es gibt ein Passwortsystem, okay. Aha. Das ist eine Story. Planeten. Gut. Skip, 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 skip. Die Erde. Okay. Ah ja, und jetzt? Was kann ich da jetzt machen? Ich kann darüber? Nein. Ich kann nur runter. Ah, ich habe einen Godzilla anwählen müssen. Okay. Kann mich nicht bewegen. Wieso nicht? Ja, bewegen tue ich mal da. Sehr gut. Ist der Freund von Godzilla oder was? Der Flattermann. Keine Ahnung, wie heißt der? Mothra? Was auch immer. Oh, das sind keine Steuern. Das ist ja mal ein großes Ding. Das kann schießen. A und B ist bei schießen. Start ist, was auch immer Start ist. Was war das? Ja. Keine Ahnung. Select ist Pause. Okay. Aha. Uah. Warum schieße ich mit Start? Das verstehe ich nicht. Lässt sich denn sowas einfallen? Ich kann nicht weiter rauf. Ich kann mich kaum bewegen. Ich kann mich nicht rauf bewegen. Eine Schallwelle nach unten, was auch immer das ist. Und wie dieses Raumschiff da oben nicht abschießen kann. Was ist das für ein Mist? Schon ziemlich nicht irgendwie, ich weiß nicht. So, Godzilla, geh weiter da. Godzilla auf dem Vormarsch. Okay. Er kann das da machen, das da machen. Start ist. Uah, Superpower. Okay, die muss ich wieder aufladen. Leck ist Pause. Okay. Er muss jetzt niedertreten, alles. Das ist jetzt auch ein Superbauer da. Mal Splatt machen wir hier. Der ultimative Superbauer. Superbauer, komm schon. Mal Splatt machen, Superbauer. Ducken. Ich kann das nicht, warum kann ich das nicht zerstören? Das ist doch schwach für uns. Und wieso springen? Achso. Drauf ist springen. Übel, Leute. Das Spiel ist irgendwie übel. Aha. Ah. Hilft nichts. Ich bin einfach viel zu groß. Ich kann nicht ausweichen. Ah, super Angriff. Super Angriff fehlt immer. Auch mal draufhauen, da es das Zeug hergibt. Wir können nicht. Kann nicht nach oben schießen. Und von oben kommt da irgendwie dumpert. Wieso sollte das eine gute Idee sein? Superstrahl! Tschüss! Ja, stumpfes Betten ist noch der Superstrahl. Superstrahl! Tschüss! Die Flugzeuge schauen aus wie von Star Wars. Leute, das ist richtig mies irgendwie. Was ist das da? Geht da drauf. Was ist jetzt los? Aha. Blatt machen.
Kann ich das irgendwie platt machen? Das Teil hier? Weil ich so. Das ist Ding ist irgendwie so unbeweglich. Voll Kampf voll aus. Jetzt geht er unter. Ja, alle zu mir. Oder was? Hä? Check's nicht. Das ist kein Monster. Kann ich die da auch spielen, oder? Dinger? Nein, das sind schon die Gegner. So, kann ich das nicht gescheit da steuern? Das ist. Wieso kann ich nicht? So, da jetzt kommt wieder der Flattermann. Die Motte. Ach da, Feuer da. Versuchst ja irgendwie zu verstehen, aber das gibt irgendwie alles keinen Sinn hier. Ich finde es ja cool, dass sie die Dinge so groß gemacht haben. Also das passt schon. Das ist schon das richtige Feeling, aber warum müssen da von mir oben noch Flugzeuge mich angreifen? Und das ist einfach so wahllos irgendwas. Vor allem, ich kann ja nicht drauf schießen. Aber ich kann Laser abschießen, oder was? Weiß ich nicht, irgendwie haut es ein bisschen immer zurück, wenn ich das mache. Vielleicht soll ich es nicht machen. Da, tschüss, weg damit, ganzen Zeug. Ah. Nervt mich noch das blöde Handy auch noch. So, da lass mich da durch. Also das 10 Minuten sind harte 10 Minuten, Leute. Es ist wirklich einfach Müll. Es ist wirklich einfach Lizenzmüll. Und das stimmt jetzt, ich muss gleich nachher Godzilla 2 spielen. Und das ist sicher kein bisschen besser, es geht schon wieder weiter. Ich kann mir nirgends ausweichen. Was soll ich denn tun? Aber ich kann nicht ausweichen. Ich kann nichts tun. Ist doch bescheuert. Ich kann nicht weg von hier. Ich kann nicht nach links, nach oben. Ich kann das Ding nicht zurückdrängen. Nein. Hat das Spiel jemals jemand getestet, ob das Spaß macht? Bestimmt nicht. Ja, ich mach noch den einen da und dann lass ich's. Es sind 8 Minuten 44. Ich halte einfach drauf, dass das Zeug hergibt. Kann ja nicht unendlich viel Energie haben, oder? Boah, es ist so spannend. Peter, ich dachte, ich bessere Karten sind mit Godzilla. Warum flüchtet die Mod ist automatisch nach links unten? Ich mache nichts und er fliegt automatisch ab und zu nach links unten. Was soll das? Bringt das irgendwas? Ja, jetzt habe ich es, glaube ich, zerstört. Was auch immer das ist. Juhu! Okay, was ist das? Ah, da ist wieder so einer, hat sie. Ich komme nicht da weg von dir. Ich kann ja kaum, das ist das Maximale, was ich rauffliegen kann, Leute. Das ist das Maximale, was ich runterfliegen kann. Ich kann praktisch nichts tun, außer drauf zu halten. Vielleicht reicht das.
wurde vernichtet. Oje, oje. Bin raus, das macht keinen Spaß. 10 Minuten und tschüss. Godzilla. Das Schlimme ist nur, ich muss noch Godzilla 2 spielen. Ich glaube, das bringe ich jetzt auch gleich hinter mich. Ja, Endscreen. Come on. Das war Godzilla am NES. Zockt es nicht, Leute. Es ist einfach nur Zeitverschwendung. Da unten abonnieren, da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Und ansonsten freue ich mich über einen Daumen hoch und über Kommentare zu Godzilla. Freue ich mich natürlich ganz besonders. Ciao, Leute. Bis bald.